Anakin Hase von Salusch. Ich verhafte dich im Namen von Herrn Devish von Talmberg. Kommt der Meisterjäger auch noch? Der Meisterjäger verhaftet Wilderer, keine Mörder. Kommt ihr freiwillig mit? Was sagt ihr, Männer? Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Keine Sorge, Freunde, für diejenigen, die gestern die Folge verfolgt haben und jetzt denken, Moment, das ergibt keinen Sinn. Keine Sorge, es ergibt auch keinen Sinn. Ich war im Rathaus. Ich war im Rathaus. Hol Haneken Hase ein. Sieh an, was da unter einem Steißschwein kommt, freiwillig zu... Ich war im Rathaus. Oh, Haneken Hase läuft da hinten. Okay, laufen wir Haneken Hase hinterher. Hä? Gab's irgendwie so ein Bugpatch und jetzt bin ich hier gelandet, um die Quest zu vervollständigen? Und jetzt auch mitten in der Nacht? Geil. Einfach geil. Hey, Haneken. Warte. Halt. Bleiben Sie stehen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich muss erstmal meinen Bogen ausrüsten. Wieso ist mein Bogen schon wieder nicht ausgerüstet? Mehr hast du nicht drauf. Na doch. Au, au. Oh, ich hab natürlich keine Pfeile drin. Ich hab nichts Böses angestellt. Fuck. Ich weiß, wir machen hier gerade einen Schwertkampf, aber ich komme zum Schwertkampf mit Pfeil und Bogen. Was ist los? Komm schon! Ach, okay. Ja, ist ja. Okay. Jetzt hast du verkackt, mein Freund. Jetzt hole ich mein Schwert nämlich raus. Weißt du zwar nicht mehr, wie es geht? Wie blocken wir nochmal? Moment, ich lade nochmal kurz. So, okay. Anscheinend soll ich nur einen holen, weil ich meine, im Endeffekt war es anscheinend was Böses, dass ich ihn gerempelt habe. Deswegen laufe ich einfach nur hinterher und versuche mit ihm zu reden. Anakin Hase. Ich kann dich auch beklauen, wenn wir laufen. Ist gar kein Problem. Verdammt. Na gut, dann schieße ich dich einfach ab. Freiwild! Oh Gott. War schon mal besser am Zielen. Haha! Oh, jetzt dreht er um. Oh fuck, das wäre fast ein Headshot gewesen. Ich hab dich! Es wird dir noch leid tun, geschossen zu haben. Easy. So, okay. Haneken Hase Ring. Nikolas Geständnis. Dunkle Aachener Brigante. Geräusche ist mir zu laut alles. Aber 1100 nehme ich mit. Ich meine, ich hab eigentlich mehr als genug Geld. Das nehme ich mit. So, okay. Geräusche, ja, ist viel zu laut, das Ganze, ne? Verzierte Reiterstiefel, vernietete Armschienen, alles viel zu laut für mich. Ja, das geht. Meine Feinde nehme ich natürlich wieder mit und ich bin überladen, oder? Nein. Okay, sieh dir Haneken Hases Hand an. Stecher. Hallo? Da ist ein Stecher. Ich will das Schwert haben. Okay. So. Lassen wir ihn hier jetzt fallen. Dann nehmen wir Stecher mit. Ha! Easy. So. Seine Hand haben wir uns angeguckt. Egal, wir wollen gucken. Achso, seine Hand wahrscheinlich, sein Geständnis und so. Ah. Das heißt nicht seine Taschen angucken, sondern seine Hand angucken. Ich verstehe. So, Nikolas Geständnis. Hallo? Ich will's lesen. Will nicht. Warum auch nicht? Ja. Darf ich nicht lesen? Schade.
Mich jetzt interessiert, 24.000 haben wir, ich habe mehr als genug Geld. Einmal Gewilderrad, weißt du, und schon sind wir reich. Ja gut, laufen wir zurück. Wir müssen eigentlich noch das Badehaus abschließen, aber naja. Wir hätten ihn auch theoretisch wahrscheinlich laufen lassen können und dann suchen. Oh, ich habe ihn so eingeholt. Sieh an, was da unter dem Stein ist. Die sind immer noch da am Kämpfen. Muss ich nur herausfinden, wer Freund und Feind ist. Ich sehe schon, wer Feind ist. Lass mir auch was übrig. Ich hab geholfen. Na gut. Wilderer! Ja, meinen Pfeil will ich natürlich wieder haben. Ansonsten hat er nichts Wertvolles. Habe ich Hunger? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist das Wild. Och Mann. Ich würde gerne so einen Spitzhut tragen, aber ich darf nicht, weil es zu laut ist und zu auffällig. Ich meine, auffällig ist klar, logisch. Ja, cool. Ah, ich kann hier essen. Aber ich glaube, ich habe keinen Hunger, oder? Wie sieht es bei mir aus? Ach, da unten rechts war das ja, ne? Sattheit 82. Ja, ich bin mehr als satt, also. Ganz ehrlich. Alle Jungs. Ach, ich muss die Quest erst aktualisieren. Hasenjagd. Hör dich in der Schenke, bla bla. Optional bringen Haneken Hases Siegelring zum Jägermeister. Okay, das werden wir auch noch machen. Und das ist, welcher? B. Ich hoffe, ich kann die Quest jetzt abschließen. Ich wollte theoretisch eigentlich den Jägermeister umbringen, aber wenn der Bug jetzt gefixt wurde, wieso auch nicht? Na gut, so. Ich lade das Spiel und lande da oben im Wald. Sehr seltsam. Jetzt muss ich erstmal zurück ins Badehaus. Ich will nämlich fragen, wie ich da reinkomme. Ich glaube, da war ja eine Option, ne? Wie man da reinkommt. Überfall. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei, das ist prima. Typen voll ins Gesicht schießen. Oh Gott. Oh Gott, ist da noch ein zweiter? Schädelbrecher funktioniert also auch mit Pfeil und Bogen. Das ist cool. Warst du alleine? Ist das ein Hase oder waren das Schritte? Also nämlich Hase. Was hast du davon, mich zu irritieren? Na gut, plündern wie die Leiche. Nicht Jack! Du bist tot! WTF! Steh da wieder auf! Komm zurück, Mann! WTF! Ich wusste nicht, dass du nur in Ohnmacht gefallen bist wegen dem Schädelbrecher. Ich dachte, du warst tot. Ich dachte, das wäre so ein kritischer. Jetzt komm her, Mann! Penner, ey, Gnadenstoß. Kannst doch nicht mit meinem Loot weglaufen. WTF? Immer noch das Kampfsymbol. Ja, bestimmt irgendwo einen feinen Bogenschütze, weißt du? Der knallt mir gleich einen auf den Kopf. Ich dachte, der wäre tot. Ich hätte ihn ausziehen können. Und dann wäre nackt weggelaufen. Okay, ich kann nicht mehr sehr viel tragen. Ich brauche aber auch eigentlich das Geld nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich brauche das Geld nicht mehr. Ich werde mich da jetzt nicht durchquälen und... Oh Gott, Licht.
Na gut, der Kampf ist vorbei. Ich will mich da jetzt nicht durchquälen und bis da hinten hinlaufen. Wieso hole ich eigentlich nicht mein Pferd? Was ist los mit mir? So. Und so reiten wir jetzt zurück. Wahrscheinlich wird es Tag sein. Wir werden später die Sachen verkaufen, ganz einfach. Ein Überfall von einem einzigen Menschen. So, okay, reiten wir mal rüber und fragen ihn mal. Ich hoffe, der will immer noch seinen Wein. Der müsste ja jetzt eigentlich schon längst ausgenüchtert sein. War aber nicht mein Fehler, dass ich plötzlich im Wald stand. Ganz seltsam. Von einem Tag auf den anderen plötzlich ein Bugfix. Knacken? Hey! Sprich mit Herrn Hans. Aufgabe fehlgeschlagen? Danke. Danke für nichts, Spiel. Regt mich das auf. Super, danke. Er ist ausgenüchtert auf jeden Fall. Gut. Halt mal, Thallenberg. Was für eine Scheiße. So, okay. Geben wir ihm den Ring und hoffen, dass jetzt die Quest abgeschlossen ist. Wäre auf jeden Fall schön. Aber finde ich gut, dass sie den Bug gefixt haben. Fand ich schlecht, dass es deswegen meine Quest fehlgeschlagen ist. Ja, passiert, ne? Ich renne dich um! So, ich werde sowieso von allen gehasst, von daher interessiert es mich nicht. Ich habe ihn. Und wo ist er? Er ruht nun friedlich auf dem Waldboden. Heißt das, du hast ihn getötet? Ja, ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich bin froh, da heil rausgekommen zu sein. Lebend wäre er mir lieber gewesen. Aber was soll's. Ich kann erst sicher sein, dass es wirklich Hanekin war, wenn ich ein Beweisstück sehe. Er trug immer einen Siegelring. Hier ist er. Unglaublich aber wahr. Der legendäre Hanekin Hase ist bei seinem Schöpfer. Wie auch immer. Ich weiß, mich erkenntlich zu zeigen. Hier deine Belohnung. Und komm jederzeit vorbei. Hier gibt es immer Arbeit. Hab Dank. Cool. Ich kann wieder wildern. So, ich dachte, du hast Arbeit für mich. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Aufgabe begonnen, keine. Oh, nicht schlecht. Ich möchte meine Technik... Gut, aber nur... Ja, ich kann meine Technik jetzt verfeinern. Nice. Jagen! Boom! Eine neue Stufe. Ja, das werden wir gleich machen. Kann ich schon den Profi machen? Ich wäre gerne selbst. Ich will einen Meister. Es ist noch kein. Okay. Wie wär's mit Bogen? Kannst du mich im selbst? Ich möchte mein. Gut. Jawohl. Jetzt alles gut. Wir werden noch zum richtigen Meister. Kann ich schon Meisterbogenschütze werden? Kannst du mich im Bogen selbst? Ich will einen Meister. Es ist. Okay. Dann nicht. Gucken wir mal, ne? Fähigkeiten, Jagen. Was haben wir denn? Wir haben der Schlachter. Du kannst erlegten Wilderern, Du kannst erlegten Wildchen, die in der Reine abnehmen. Wildtiere sind weniger scheu, wenn du dich ihnen näherst. Ist auch nicht schlecht. Jägersmann, du verursachst bei Wildtieren 20% mehr Schaden. Ach. Rohes Essen in deinem Inventar halt länger. Gut, das ist nicht so wichtig. Du kannst rohes Fleisch essen, das ist cool. Ist das der letzte Punkt, den wir kriegen? Ich weiß es nicht. Wir haben noch den Meisterrang, ne? Wildtiere sind weniger scheu. Und dann muss ich die Innereien machen. Einfach nur, damit ich wirklich komplett alles plündern kann. Wo willst du hin? Da wollte er weg. Weglaufen. Dämliches Pferd. Bei mir ist es doch gut. Ich versorg dich. So, wir werden
Was sagt denn unser Questlog? Der Schatz, Nebenquest, angeblich gibt es in Scarlet trotz Plünderung noch einen Schatz zu holen. Finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Kann ich das sehen? Wo wird das machen? Das ist jetzt nur eine Nebenquest. Okay, wie machen wir das? Wir sind sowieso in der Nähe von Scarlets. Frage ist nur, ob wir da rankommen. Wir waren ja schon öfters da, weil wir können schleichen, wir können sie alle von hinten ermeucheln. Aber wir werden halt jetzt genau durch die Schnellreise genau da sein. Und da ist Rovna. Habe ich doch gesucht, das eine Mal. Aber ich weiß nicht mehr warum. Wir merken uns einfach Rovna. So, okay. Ich hole schon mal den Bogen raus. Nur für alle Fälle. Kann ich da nicht einfach reingehen? Hallo? Ach komm, du musst doch einen Weg reingeben. Gibt's hier keinen Schleichpfad oder so? Ich will jetzt nicht einmal quer durch die Stadt gehen. Ja gut, würde es einen Schleichpfad geben, wäre das echt schlecht bewacht. Gut, dann gehen wir halt mittendurch rein. Wenn wir jemanden sehen, dann verpassen wir mit dem Heli und dann ist gut. Aber ich bezweifle stark, dass hier irgendjemand noch ist. Ich meine, da hängt jemand, ja. Der wird mich kaum angreifen, glaube ich. Also, ich vermute mal nicht. Wäre ein bisschen skurril, wenn. So, Schleichmodus aktiviert. Kauerndes Chamäleon. Cool. Ich sehe hier echt niemanden. Ich meine, wir haben ja, als wir angefangen haben mit dem Spiel, haben wir gesehen, dass es hier noch eine Menge Truhen zu öffnen gibt, die aber allesamt sehr schwer verschlossen sind. Ich bezweifle stark, dass hier irgendjemand ist. Hä? Wie komme ich denn da hin? Gibt es da überhaupt einen Weg hin? Was sagt denn die Karte? Gibt es da irgendwie noch einen anderen Zugang? Wir sind jetzt hier. Das bringt uns aber sehr, sehr, sehr wenig. Ein Eingang ist hier, das ist eingestürzt. Ein Eingang ist da. Aber wir sind komplett am falschen Ort, ganz ehrlich. Kein Wunder, dass hier keine Sau ist. Gibt es wahrscheinlich nicht mal was zu holen. So, Ferdinand, komm mal mit. Ich brauche dich jetzt mal. Ich habe übrigens schon ein paar Mal vom Pferd aus geschossen. Ich habe jetzt ein bisschen Übung drin, aber ich bin jetzt kein Vollmeister. Hier sind wir schon mal lang spaziert. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar gekillt. Ich habe ein Schwein gehört. Hä? Okay, hier lebt auf jeden Fall noch ein Schwein. Da ist einer der Diebe gerade am Rummachen mit dem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier sonst nichts. Sieh mal an. Die Glut ist sogar noch frisch. Dabei waren wir schon einen Monat nicht hier. Hey, rüberklettern, Dude. Rüber. Hey. Wieso höre ich von rechts ständig ein Schwein? Egal in welche Richtung ich gucke. Hä? Ja gut, dann spring halt nicht rüber. Tu es halt nicht. Gehen wir halt hier lang. Und ich wette, hier geht's auch nicht lang. Jetzt. Sei keine Pussy, ey. Ganz ehrlich. Der Typ kriegt mich gerade übelst auf. Alter, dieses Schwein kommt ständig von rechts. Hä? Ich grab da gar nicht. Äh,
Was haben wir denn? Berans Becher. Wow, das ist der größte Schatz, den ich jemals gesehen habe. Gut, dass niemand die Sachen gefunden hat. Ich sollte sie Beran bringen. Was? Wieso soll ich ihm dem... Ich dachte, ich hab... Das ist jetzt mein Schatz, dachte ich. Okay, ich dachte, jetzt kommt jemand und sagt, hey, das ist mein Schatz. Nö. Alter, dieses Schwein, wenn ich es finde, töte ich es. Kann doch nicht sein, dass es ständig von rechts kommt. Na, guck mal, hier ist die Schenke. Okay, unsere jetzige Mission, Freunde, ist, das Schwein zu finden. Bist du hier, Schwein? Nein. Ich glaube, ich habe es von hier gehört. Ja, wenn es ständig von rechts kommt, dann wird es wahrscheinlich nicht hier sein. Oh, guck mal, hier können wir schlafen und speichern. Ich muss sagen, hier ist noch ziemlich viel intakt. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach wiederkommen. Ich meine, da schickt man ein, zwei Leute. Ich meine, hier ist nicht mal jemand, außer ich. Muss man nicht mal jemanden schicken. Ey, mein Gut. Man weiß jetzt nicht, wie stark wirklich beschädigt... Die Hauptsache, die Betten gehen noch. Wie stark beschädigt das Ganze ist. Ich will mal kurz speichern. Kann sein, dass es halt jederzeit einbricht. Kann auch sein, dass das Haus jetzt immer nach Kohle stinkt. Aber ich denke mal, im Mittelalter gibt es Schlimmeres als ein Kohlegeruch in der Nase. Ich meine, daran gewöhnt man sich auch. Das ist genauso, wenn du einen fahren lässt. Wenn du einen fahren lässt, gewöhnst du dich irgendwann an den Gestank. Dann ist das nicht mehr so schlimm. Wo ist dieses dämliche Schwein? Ich schlachte dich, ey. Auf damit! Es quält mich. Es macht mich fertig. Jetzt kam es gerade von links. Bist du hier? Mäuschen, sag mal piep. Oh, guck mal, hier. Das Haus hier ist noch perfectly intakt. Als wäre nie was gewesen. Bin ich hier nicht gerade schon durchgelaufen? Kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, dieses Schwein existiert einfach nicht. Ich glaube, das sind die Geräusche des Dorfes. Das kam doch gerade von da. Der muss hier doch irgendwo sein. Okay. Jetzt kommt das von links? Wo ist dieses dämliche Schwein? Okay, Schwein. Dieses Mal magst du gewonnen haben. Aber ich werde deine Familie töten, wenn ich sie finde. Jeden einzelnen. Ja, gut. Oh, komm aus dem Nichts. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Plünderer gesehen. Questlog. Hier steht nichts von wegen, bringe das Zeug zurück. Ein Stück Heiligkeit. Urban möchte gern die sterblichen Überreste des heiligen Prokop berühren, doch die Mönche des Klosters erlauben es ihm nicht. Beschaffe Urban etwas von den sterblichen Überresten. Okay. Gucken wir mal. Wird schon gut gehen. So, wird auch langsam Abend, das ist gut. Wir müssen genau in die Richtung. Ja! Hier sind überall noch Quests verstreut. Eieiei. Bin ich hier richtig? Fast, aber wir können hier schon mal aussteigen. Absteigen. Das ist kein Auto. Ah, das ist also... Och nein. Scheiß Bug. Weißt du, fixen einen Bug und machen einen richtig nervigen wieder rein.
Ist das eine Tür? Ja, cool. Aber ich bezweifle fast, dass ich hier hin muss. Ich muss wahrscheinlich da rein. Zu essen besorgen. Ich hab Hunger. Knurrt der Magen. Ich bin müde. Was ist denn los? Warte ich nie. Da werden wir zwischendurch mal machen. So. Ich meine, hier ist sowieso keine Sau. Sehr schwer. Sehr schwer. Das ist uncool. Eventuell von einem Mönch klauen oder hat ein Arbeiter sowas? Und rein theoretisch sieht mich hier gerade keiner, ne? Schleiche ich ja. Meint ihr, der hat irgendwas? Okay, der hat auf jeden Fall keinen Schlüssel. Wir müssen einen Mönch beklauen, glaube ich. Hier sind nur Pferdis. Vielleicht gibt es einen anderen Weg rein. Hier vielleicht durch. Sehr schwer. Ist nicht dein Ernst? Ach, muss man doch irgendwie reinkommen. Ja gut, dann müssen wir vielleicht einen Mönch finden. Muss doch irgendwo einer existieren. Ihr seid nur Steinmetze, ne? Ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch einen Schlüssel hat. Vielleicht der Baumeister. Es ist zu viele Augen. Zu viele Augen, Freunde. Oben gab es auch nichts, oder? Ich habe jetzt auch keinen Bock, da hochzusteigen. Na gut, wo schlafen die Mönche? Gratis Essen. Teufel bist du aufgewachsen? Verwundeter. Die sehen ziemlich tot aus. Wenn man mich fragt. Hallo? Eben gerade konnte ich noch öffnen. Ach du Scheiße. Oh, ich habe ein Buch geklaut. Okay, ich habe irgendeinen Schlüssel. Aber ihr habt gesehen, dass die Anzeige die ganze Zeit rot war, deswegen musste ich mich beeilen. Ich hoffe, das war nicht das, was ich gerade geklaut habe, oder? Sonstiges. Was für ein Buch habe ich geklaut? Regula Benedikt der Zweite, oder was? Das ist ein scheiß normales Buch. Was interessiert mich das? Toll. Hey, so auf damit. Kann ich jetzt alle so lesen? Oh, ich kann auch im Stehen lernen. Cool. Ja, ich habe Redekunst verbessert. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Na gut. So mitten in der Nacht einfach mal ein Buch lesen. Why not? Und das finde ich seltsam. Ich schaffe es nicht abzuschließen, oder? Doch, habe ich. Na gut. Ja, cool, dann in die Satteltasche mit dir und mit dir auch. Habe ich noch andere Bücher hier? Ja, hier. Wer braucht Schlüssel? Hui! Ich meine, ich werde sowieso nicht hungrig oder verliere Energie oder irgendwas, wenn ich stehe. Von daher kann ich das hier einfach mal direkt fix lesen. Komfort ist sogar 75%. Kannst mal sehen. Im Stehen. Cool. Ja, in die Satteltasche mit dir. Finde ich gut. So soll's sein. Pferd. Ferdinand, hast du noch irgendwie Bücher am Start, die ich noch nicht kenne? Flink wie ein Wiesel. Ja, ins Inventar mit dir. Gut. Dann würde ich sagen, Schlösser knacken. Haben wir echt noch nicht viel, ne?
So, nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass du zu Bruch gegangen die Dietriche wieder im Inventar landen. Beim Knacken von Schlössern befindet sich der Startpunkt am Ende des Schlosses, wodurch... Habe ich das nicht schon gemacht? Hätte ich schwören können, dass ich das gestern gemacht habe. Hätte ich schwören können. Dass wir dieses Level-Up schon hatten. Was zum Teufel ist mit diesem Safe passiert? Keine Ahnung. Sehr seltsam. Naja. Ach, fliegt wie ein Wiesel, wollte ich gucken, ob ich das lesen kann, ne? Nein. Dann behalte ich dich nochmal ein bisschen. Achso, ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, gut. Hatte ich jetzt einen Ausrüstungsschlüssel gefunden oder... Kann ich das jetzt wenigstens knacken? Ich meine, ich bin schon besser geworden. Okay, Hauptsache ich habe die Musik von drin schon mal gehört. Okay, wir brauchen diesen Schlüssel, Freunde. Und ob wir diesen finden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.